Willkommen zurück, liebe Leute, zu Stranded Deep und einem neuen Morgen oder Abend oder keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir jetzt. Wieso haben wir so viele Jerry-Cans? Jerry-Cans? Jerrys, wir haben ganz viele Jerrys, wir haben 3 Jerrys insgesamt, das heißt, es ist morgens. Ich hätte auch einfach auf die Uhr gucken können. Okay, wie versprochen habe ich mir ein Video angeschaut, wie man Sachen macht. Und das werde ich auch gleich umsetzen. Und zwar habe ich gesehen, dass man nämlich auch Steine kaputt machen kann, wenn ich mal einen finde. Stein, Steini, Stein. Stein, kein Stein. Ein Stein. Okay, wartet. Da haben wir bestimmt Steine, genau. Muss einfach draufhauen. Ein paar Mal. Eigentlich. Das Sound ist so laut, wartet. Und dann passiert das. Yo! Und dann nehmen wir uns auch mal. Nehmen wir auch mal ein. Nimm ein, bitte. Ach, so, genau. Packen das zu mal hier hin. Zu mal hier hin, genau. Oh Gott. Ich habe gerade noch mit Bladi geschrieben. Er hat gesagt, er hat einen Frosch im Hals. Das habe ich auch einen kurz gehabt. Okay. Das ist gerade echt doof. Egal, der ist jetzt weg. Rausgesprungen und sucht sich ein neues Haus. Ja. Ich kann nur richtig Haus nennen. Alter. Eigentlich voll. Ich habe mich gerade eigentlich selbst gedisst, ne? Voll viele Kokos sind sie, die da runterfallen. Ja. So, wir brauchen ein paar Stöcker. Stöcker. Genau. Sticks. Sticks klingt immer viel cooler als Stöcker. Ich brauche Stöcke. Okay. Wird wieder komisch. Entschuldigung. So. Aber meine Stimme ist gerade richtig scheiße. Ich weiß nicht. Es ist immer so, wenn man aufwacht, ne? Ist die Stimme ja immer so ein bisschen doof und bliblablo. Bliblablo, genau. Und das habe ich aber gerade immer noch. Aber ich bin schon seit sehr vielen Stunden wach. Habe ich mich jetzt hingelegt. Da? Ha, genau da. Einmal kurz da hin. Und dann brauchen wir noch, diese, ah, da. Genau, die habe ich gesucht. Die. Dahin. Und noch eins. Dahin. Und dann kann man eigentlich was machen. Spear. Und ein Messer kann man auch machen. Und jetzt kann man nicht Fische jagen gehen. Das ist voll cool. Wartet. Ah, nee, warte. Wo ist mein Feuer? Da kann man nicht noch Sticks hin tun. Eigentlich. Ha, genau. Und dann wird das Feuer wieder groß. Und dann kann man das wieder anzünden. Und das wusste ich halt vorher nicht. Und wenn man ganz viele. Okay, warte. Ich fange langsam an. So. Erstmal will ich jetzt einen Fisch haben. Um zu zeigen, wie das funktioniert. Dafür müssten wir. Was ist das denn hier? Fisch. Ich möchte einen Fisch haben. Hab ihn. So, ist schön. Ein Diskus. Ein Disco-Dax. Wie von Dragon Quest. Muss ich auch mal irgendwann weitermachen. Fällt mir auf. Scheiße, warum habe ich es nur erwähnt? Ja, das kommt natürlich auch noch, ne? Mhm. Dann kann man das da. genau. Ah, so nehmen. Genau. Und dann einmal kurz anzünden. Und dann kurz den da hinlegen. Hier. Chill. Was ist denn los? Was haben wir denn? Ach, wir haben also kein Leben und wir haben Hunger. Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal was zu essen machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich möchte nämlich nicht irgendwie verrecken. So, erstmal. Bitte mach die Kokosnuss. Ich wollte gerade das Lied mit der Kokosnuss singen. Hier, wer hat die Kokosnuss geklaut, wisst ihr, ne? Aber so dolle blamieren wollte ich mich jetzt heute auch eigentlich nicht. Also eigentlich. Hast du getrunken? Schön, was los? Dann können wir erstmal was zu essen. Also eigentlich könnte man sich wirklich die ganze Zeit einfach nur mit Kokosnüssen schön fertig. Mit Kokosnüssen, von Kokosnüssen ernähren. Mann. Aber wer macht denn das? Ich. Teilweise. Und nochmal. Und wir können uns einen leckeren Fisch jetzt essen. Und wie geht's uns? Ja, wir haben immer noch kein Leben, aber uns geht's wirklich ganz gut. Und die Sachen sind weg. Wir haben noch ein paar Kratzer. Aber das, die Vergiftung, sage ich mal so, ist weg. Das ist schon mal schön. Sagen, ich hole noch ein paar Bäume. Weil man kann nämlich auch. Ach nee, dafür brauche ich erstmal Steine. Man kann das Feuer nämlich auch größer bauen. Das ist voll cool. Wartet. Und ich weiß jetzt auch, wie man Häuser baut. Das ist auch schon mal ein Erfolg. Und leider können wir das, glaube ich, hier nicht machen, da man nämlich zu wenig Holz hat. Dann, wenn die Bäume wachsen, dann wachsen sie nicht nach. Und das finde ich dann ein bisschen scheiße, weil. Hallo, geht das mal? Dankeschön. Oh, Grisou. Weißt du, Grisou hat gerade gegessen, ne? Und jetzt dreht er wieder völlig durch, weil er so richtig hyperaktiv ist. Jetzt guckt er mich mit so einem richtig unschuldigen Blick an. Oh Gott. Oh, das kann ich ja nicht, ne? Wenn er mich so süß anguckt. Oh.
Aber ganz schnell runter höre ich gerade von draußen. Ist übrigens Sonntag. Ich könnte heulen, weil morgen ist wieder Montag, was eigentlich auch Sinn ergibt, ne? Haha. Ha. Und muss ich wieder arbeiten. Ich habe da voll keinen Bock drauf, weil arbeiten ist nämlich voll. Nee, ist eigentlich ganz cool. Man kriegt Geld und sitzt zwar ein paar Stunden, sitzt nur rum, genau. Man sitzt rum und kriegt Geld. Das wäre eigentlich sogar noch ganz schön. Steine wollte ich haben. Ich weiß nicht, wie viele. Aber ein paar brauchte ich. Wo ist mein. Da. So, dahin. Fast getroffen. Fast. So. Wir haben so viel Zeug. Nein, bleib doch. Okay, wir suchen Steine. Das ist kein Stein. Ja. Dieses Leben ist so wunderbar auf so einer einsamen Insel. So wunderbar. Stopp, nicht ein Stick, wie schön. Noch ein Stick, wie schön. Ach, ich sammle jetzt einfach die Sticks. Okay, dann halt nicht. Wollen wir sonst noch irgendwas finden? Nee. Muss ich erstmal die Sticks irgendwie loswerden? Sehr schön. Ich finde auch keine Steine hier. Das ist nicht Wahnsinn, sondern schade. Ich möchte nämlich das bauen, was ich mir vorgenommen habe. Egal. Sticks, packen wir die erstmal alle. Sticks alle hier hin. Alle Sticks dahin. Ach, ich habe noch eine Krabbe. Ach ja. Tareke. Der fast geklappt. Was habe ich hier in der Hand? Noch eine Krabbe. Verrecke. 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 Ich habe so viele Krabben. Was ist hier los? Was ist los? Ja, ich weiß. Wir haben immer noch kein Leben. Das ist echt schlecht. Wir haben außerdem noch so viele von den anderen Sachen hier. Irgendwie ist mir das Spiel gerade ein bisschen zu hell, ne? Wollte ich mal so erwähnen. Ich weiß auch nicht warum, aber. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach paddeln. Ruf mal paddeln. Wir haben zwei Paddel, ne? Und zwei Boote. Genau. Genau. Waren wir da hinten schon fertig? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall waren da nämlich noch Haie, die haben mich angegriffen, deswegen habe ich aufgehört, was zu suchen. Aber ich werde jetzt, glaube ich, mal weitermachen mit meinem Messer in der Hand. Ist nicht mehr schwer. Na, passt schon. Vielleicht finde ich Fische. Genau. Fische. So wunderbar diese Welt auch ist. Ich möchte euch trotzdem alle lassen. Sorry, Leute, falls ihr Vegetarier sind. Oh Gott. Ist halt so. Kann nichts machen. Okay. Hier. Nein, ganz ruhig. Hier hoch. Ja. Ja. Genau, benutzt die Leiter, benutzt die. Ja, Leiter, Leiter, Leiter. Ich muss die ganze Zeit springen, damit der hochgeht. Ja, aber springen scheint zu funktionieren. Cool, wusste ich nicht. Ja, jetzt sind wir hier der King von diesem coolen Schiff. Mal gucken, reingehen. Schaffe ich das? Ja, cool, hat's geschafft. Bücken. Bücken. Ach du Scheiße. Und ein paar Sachen. Hatten wir ja alles mitgenommen, weiß ich gerade nicht genau. Da war auch nichts mehr drin. Mal nach oben schwimmen. Ich glaube, hier hatten wir alles. Ne? Ist schon ein bisschen länger her. Weiß ich nicht. Kann man hier nicht noch irgendwo nach unten schwimmen oder so? Ich glaube schon, ne? Oh, Hilfe, ich habe mich eben erschrocken, weil ich dachte, das ist ein Hai. Aber natürlich sind hier keine Haie. Warum sollten hier Haie sein? Ich habe keine Ahnung. Da ist eine. Oh, schön. Wir haben hier eine Flare Gun. Ha, nein, dann Flare. Und dann mach auf. Dann haben wir noch das da. Nehmen wir es mit. Und das. Und dann gehen wir zurück. Denn wir müssen uns richtig doll beeilen, denn sonst ertrinken wir. Ha, das haben wir eigentlich gerade eingesammelt, weiß ich nicht. Kabureta? What? Egal, wir haben jetzt was Cooles gefunden, finde ich super geil. Wir hätten eigentlich in der Zeit schon mal eine Krabbe auf dem Grill haben können. Ach, egal. Ist halt jetzt nicht so richtig gut hier durchdacht, was wir hier machen, aber wir machen wenigstens irgendwas. Wie spät war es nochmal? Oh, schön, 12. Toll. Wo waren meine Sachen? Da hinten. Ach, die Insel ist so groß, ich verlaufe mich immer. Ach, Gottchen. Could save your life. Oder? Cool. Die Lampe bräuchten wir. Eigentlich brauchen wir das, ne? Feuerzeug brauchen wir erstmal nicht. Aber wir haben so viele Feuerzeuge auch, ne? Lass mal alle dahin. Nein, nicht runterfallen. Nein. Ich warne dich, wenn du da jetzt runterfällst, ne, dann ist aber dein Leben vorbei. Das brauchen wir nicht. Ach, wir haben zwei. Cool. Das ist ja cool. Aber ich wollte eigentlich. Ach, egal. Das Essen erstmal. Das Feuer ist wieder aus. Ist das dein wahrhaftiger Ernst? Dein wahrhaftiger Ernst? So. So, jetzt können wir es auch wieder anmachen. Jetzt habe ich auch kein Feuerzeug. Oh, toll.
Richtig gut, was ich hier mache. Richtig gut. Und so. Und geh weg. Dankeschön. So, eigentlich sollten wir das Öl nicht so nah ranlassen. Oder Benzin an das Feuer. Weil wer weiß, was passiert. Aber ich möchte unbedingt diese Krabbe hier rösten. Wir haben hier 4 tote Krabben, ja? Ach, was ehrlich. Was ist denn los? So, du auch mal da irgendwie... Mann, die soll doch alle nur rösten. Rösti. Klappt bestimmt irgendwie. So, ich hätte irgendwie gerne einen Kompass, denn das kann man auch finden. Und, lass mal weiter gucken, was da noch so im Haus ist. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas gab. Aber eigentlich kann ich auch einfach schwimmen, ne? Jetzt habe ich wieder kein Messer mitgenommen, fuck. Ich meine, oh nein, das ist ja so richtig blöd, dass wir das vergessen haben. Wir werden wahrscheinlich ganz elendig in den Schlaf fallen, in sehr tiefen Schlaf. Ohne Blut, ohne Gedärme, ohne alles. Ja, eigentlich, die haben wirklich keine Lust auf uns, glaube ich, gerade. Oh, Fresse. Oh, Entschuldigung, ich meinte, oh nein, bitte jetzt nicht, das nervt. Das nervt. Wo ist ein Hai? Ja, Hai. Hai. Sehen zwar nicht, aber... Oh, da ist er. Ja, okay, hab dich gefunden. Ich würde gerne versuchen, ihn mal zu töten. Wartet. Aber erstmal Schnauze halten, bitte. Dankeschön. Bist du ein doofer Hai? Oh nein, da kann mich bestimmt aufessen. Ich würde mal eben kurz speichern. Ja. Dann mache ich mir mal eben... Wolltest du mich gerade angreifen, du Penner? Dann mache ich mir mal eben kurz ein Messer. Ich werde den eh nicht schnappen. Oh, mein Feuer geht schon wieder aus. Euer Ernst? Euer Ernst? Was ist mit dir? Bist du schon fertig? Weiß ich nicht. Perfekt! Nein, bleib da oben drauf! Bleib! Oh, Krabbe. Egal, ich wollte mich eigentlich, hier, ein Messer machen. Wo war das andere Ding vom Stein? Wo war das andere Ding vom Stein? Das ist so klein. Ich finde das bisschen niemals wieder. Nein! Fuck. Ich meine, oh nein, wie konnte das nur passieren? Dann muss ich eben nochmal einen Stein kaputt machen. Ist halt so. Da ist das Ding. Hast wieder übersehen, tut mir leid. Nochmal. Aber es kommt doch kein Geräusch, da kommt man ja nicht wissen, dass es auch kaputt geht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. So, dann kommst du jetzt hier hin. Dann nehmen wir einen Stick. Und das da. Das da. Ja, das da. Hab ich gesagt, du kommst jetzt mit. Komm. Genau. Und dann können wir nämlich einmal ein Messer machen. Dann haben wir da ein Messer liegen. Ein selbstgemachtes Messer. Und das ist natürlich viel schöner, weil da Liebe drin steckt, weil wir es selbst gemacht haben. Deswegen ist es, hat es plus 100% mehr Stärke. Wegen Liebe und so, wisst ihr. Hi. Ich möchte dich töten. Hi. Wo bist du? Wo bist du? Ja, okay. wo bist du hin, mein Kleiner? Guck mal, jetzt möchte ich mit ihm spielen, aber dann möchte er nicht mehr. Das ist immer voll gemein mit denen. Die denken immer so, ja, ich habe Lust, also komme ich jetzt. Wenn du Lust hast, nö. Dann nicht. Dann ganz sicher nicht. Okay, mal gucken, ob hier noch irgendwas war. Ein Wurmiwurm. Nee, okay. Leider kein Wurmiwurm. Und sonst Schrank, Tür. Wir haben hier aber auch schon genug gefunden. War mich schon dahin. Hi, hab dich gefunden. Wo bist du? Hi. Ha, warte. Hi, warte. Wo bist du? Hi. Wo bist du? Ich dachte, wir wären jetzt Freunde oder so, aber ist er vielleicht im Schiff drinne? Möchte er vielleicht wegfahren? Hi. Weiß ich nicht, wo er hin ist. Da hab ich bestimmt keine Lust auf mich oder so. Wir könnten hier so viele Fische fangen. Voll schön. Nee, wirklich, jetzt wo ist der Hai hin? Der war hier doch noch eben. Das weiß ich ganz genau. Ich habe ihn gehört. Also die Musik, die kommt, wenn er da ist. Er ist so besonders, er kriegt sogar seine eigene Musik und ich nicht. Hi. Lass uns spielen. Ich bin schon groß und wir kommen doch und spielen. Ich habe Hunger. La 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 la. Nein, ich singe jetzt nicht weiter. Das wäre echt nicht mehr schön. Vielleicht war es auch niemals schön, aber das Ding hat mich erschrocken. Ich dachte, das ist eine fette Krabbe. Das ist eine richtig fette Krabbe. Aber okay. Ne, ich sage lieber nichts zu. Nichts. Ist irgendein Krabbe fertig oder so? Crab. Crab. Toll. Nie kriege ich irgendwas. Egal, hier. Boom. 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 Nein, hier und... Danke.
Erstmal trinken. Ich werde immer gezwungen, es zu trinken, ne? Ich darf vorher. Ich muss es immer vorher trinken. Sonst darf ich nicht das kostbare Fruchtfleisch essen. Okay. Und hier. Boom. Chakalaka, boom. Und essen. Und essen. So, finde ich vielleicht mal irgendwo Steine. Das wäre ehrlich gesagt voll schön. Wie geht's mir jetzt? Ja, passt schon. Steine wollte ich suchen, genau. Habe ich voll vergessen. Hier müssten eigentlich noch irgendwo welche sein, denn. Denn. Auf jeden Fall Sticks. Sticks sind auch mal schön. Komm hier, mein kleiner Sticky Stick. Stick-Freund, yay! Waren wir da hinten schon richtig auf dem Boot? Ich kann mich nicht dran erinnern. Obwohl die Aufnahme noch gar nicht so lange her ist. Ja, ist halt so, kann man nichts gegen machen. Vielleicht werden wir gleich mal vergiftet von so einem Scheiß. I don't know. I don't know. Dafür braucht man unser Boot, ne? Um darauf zu kommen, ich glaube schon. Was ist das denn? Ach so, so ein Ding. Ja, Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gesehen. Ja, das kommt vor, ne? Könnten wir eigentlich auch sicher sein, wenn wir hier auf diese Steine gehen? Die Haie kommen ja da nicht hin, ne? Können wir da unten eigentlich durchschwimmen? Hier? Nein. Warum nicht? Kann ich hier hochspringen? Nein. Aber es hat da hinten noch auch funktioniert. Ich will hier hochspringen. Ja. Noch ein bisschen höher. Oh. Ja, okay. Wir umranden mal eben kurz das Schiff. Vielleicht kommt man ja hier irgendwie auch noch anders hoch. Hier bestimmt. Ja. Das funktioniert. Ja. Oh. Nett. Hat fast funktioniert. Und komm hoch. Ja. Komm. Nein. Okay. Günther hat keine Lust. Er denkt sich immer so, nö, wenn du das willst, mache ich das nicht. Ah, ist ja auch kein Problem. Denke ich. Es ist so ein kleines Schiff. Dahin ist aber ein großes Schiff gewesen. Und es wird langsam dunkel, denke ich. Ja, wir können gleich schlafen gehen. Dann gucken wir, ob Steine da sind. Und dann bauen wir uns voll was Cooles. Nämlich ein Feuerding. Wisst ihr Bescheid mit so einem Feuerding? Das ist immer schön. Das gibt dann, warte, ich brauche einen Fischi-Fisch. Ich habe aber keinen Platz. Egal. Ich möchte trotzdem einen Fisch. Gib mir einen Fisch. Den da. Dann den da. Danke. So, zurück zu unserer Basis. Hui. Hui, hui, hui. Feuer erstmal wieder aus. Die Krabben sind auch scheiße. Lass ich das mal eben kurz fallen. Und dann hole ich mir den Fisch. Da. Zum Glück ist der Fisch noch dran, sonst wäre ich jetzt sehr traurig gewesen. Nein, ich wollte eigentlich nur einfach gar nichts machen. Nee, ich wollte, was ich wollte, war einmal ein Stick. Nee, Stick einsammeln. Nee, Stick. So. Dann einmal Campfire. Nein, das ist nicht das Campfire. Das ist Campfire. Reden ist kompliziert. Mag ich auch eigentlich gar nicht. Deswegen mache ich auch Let's Plays. Weil mir das einfach gar nicht liegt. Und dann legen wir den Fisch darauf. Ne, habt ihr gesehen, wie ich den Fisch einfach ganz sanft auf dieses Feuer gelegt habe? Genau. Vielleicht passt die Sardine hier noch oben drauf. Ja, hat fast funktioniert. Also ich bin echt der Master in. Und die ist fertig. Schön. Essen. Lecker Krabbe. Mag ich gerne. Die Sardine. Oben rauf. Ja, es klappt, die können zusammen rumtanzen. Jai. wir haben gar nicht mehr so viel Hunger. Was ich auch voll cool finde, ist nämlich. Nee, das wollte ich nicht haben. Wo hab ich das hingelegt? Wo hab ich das kostbare Ding hingelegt? Nein! Meine Lampe! Meine Lampe! Crap! Wasser! Flair! Wo ist meine wunderbare Lampe hin? Ach, die finden wir bestimmt dann irgendwann schon. Ja. Die Sardine ist fertig. Und die Krabbe ist bestimmt wieder runtergeflogen, ne? Natürlich ist sie wieder runtergeflogen. Oh, ist doch nicht deren Ernst. Und essen! Und dann können wir schlafen gehen. Auf unser ganzen Zeug, weil es gibt einfach nichts Schöneres als das und so. Jai. Wie viele Tage haben wir schon survived? 9? Krass, wir sind der richtige Survivor, Alter. Da unten ist meine Lampe bestimmt irgendwo, ne? Unter diesem Eimer vielleicht? Man kann auch, das zeige ich euch nachher irgendwann. Erstmal will ich jetzt nämlich Steine finden. Weil Steine sind wichtig. Das sind alles nur Krabben. Seht ihr, das sind Krabben, ne? Normal. Wenn ihr noch nie welche gesehen habt, dann wisst ihr jetzt, wie die aussehen. Das ist zumal, genau. Weil ich nicht reden kann, sage ich zumal.
mein Gott, ich brauche Steine. Jesus. Wo? Wo? Wo sind Krabben? Krabben? Steine, Entschuldigung. Ich höre mir einfach selber nie wirklich zu, wenn ich rede. Ich möchte aber Steine haben, verdammt. Könnt ihr. Ach so, das war. Ich dachte, irgendjemand schlägt nach mir. Das wäre natürlich nicht nett gewesen. Überhaupt nicht nett, nee. Ich frage mich jetzt auch, wie ich überhaupt auf eine andere Insel gehen soll. Wenn ich doch meine ganzen Sachen hier habe. Das ist richtig scheiße jetzt. Das ist wirklich scheiße. Ich habe meine ganzen Sachen hier, ne? Auf dieser Insel möchte ich eigentlich gar nicht bleiben. Weil ich habe keine Steine. Keine Steine, nirgendwo. Nicht mal im Gestrüpp, das komische Geräusche macht. Aber ich wollte doch mein Feuer erweitern. Mein Feuer erweitern. Die scheiß Krabben. Wo sind sie? Habt ihr die versteckt? Du wirst auch noch sterben. Ganz elendig. Entschuldigung, ich habe gerade gemerkt, wie gemein ich bin zu den Krabben. Die haben mir nämlich nichts getan, weil die können auch nichts schneiden. Ja. Okay, jetzt brauche ich noch ein paar andere Steine. Ein paar andere Steine. Diese ganzen Krabben, die einfach nur auf ihren Tod warten, ne? Elendig. Einen Seestern brauche ich nicht. Ich brauche einen Stein. Okay, anscheinend darf ich keine Steine besitzen. Ist kein Ding. Damit kann ich leben. Ganz gut. So, Leute, ich würde sagen, wir haben zwei Steine, ne? Es geht ab. Haben wir überhaupt zwei Steine oder nur einen Stein? Das. Ach, keine Ahnung. Dann mache ich das große Feuer jetzt halt nicht, weil man kann ein großes Feuer machen. Aber mit Steinen halt. Und wenn ich keine habe, geht das nicht. Ja, egal. Wie gesagt, ich würde jetzt. Wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich mache jetzt aber aus. Oh, dann machen wir im nächsten Part weiter. Und ich weiß nicht, wie ich das mache mit dem ganzen Zeug. Ob wir es auf. Sollen wir zu der nächsten Insel gehen und ich soll versuchen, das meiste Zeug irgendwie mitzunehmen? Oder wie machen wir das jetzt? Könnt ihr euch entscheiden? Ich hätte nämlich keine Ahnung. Also, ciao.